Tirili, Tirila, da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Planet Explorers. Oh, ich habe gerade was getrunken und ich glaube, deshalb habe ich jetzt voll ins Mikrofon gepuckt. Das tut mir jetzt schon leid, falls das... Das ist jetzt ein Scherz. Da oben ist Unwetter und hier unten regnet es. Ja gut, vielleicht läuft das Wasser durch, aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass das hier gleich alles überflutet wird. So. Können wir aber nochmal hier Dingens anhauen. Scan. Ich meine, so ein paar Sachen wissen wir. Oh. Da ist gleich noch viel mehr Öl. Oh, und da kommt ein bisschen Kohle raus. Also ein bisschen weiter unten, wie ich sehe. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Aber ansonsten Erdöl haben wir dann, glaube ich, doch mehr als wie ich gedacht hätte. Ich gehe jetzt mal in Richtung der Kohle, die da hinten liegen müsste. Glaube ich, müsste ich ungefähr... Na, nicht da. Da. Dahin. Also die müsste ich ungefähr hier befinden. Jetzt führen wir nochmal den Scan hier an dieser Kante aus, ob das mehr wird. Kohle. Oh. Ganz da in der Ferne kommt... Das ist lila. Was könnte denn das werden da hinten? Also Öl wird sowieso nicht sein. Lila, was war lila? Öl, Silber, Kupfer oder... Das ist eins von den beiden. Ist cool, ist das lila? Oh. Hoppla. Ich war schon der Meinung, dass es... Ja toll, jetzt wo wir eigentlich Unmengen an Eisen haben, finden wir hier nochmal ein Eisenvorkommen. Was machen wir da? Nun ja, wir haben eine Schaufel, die fast kaputt ist und wir müssen hier in die Richtung irgendwie noch unten. Dann Marble, Stone, Graphit. Oh ja, hier kommt wieder ein bisschen Zeug zusammen. Das nehmen wir mit. Haben eh einen Scheißwetter draußen. Was soll man da groß machen? Oh. Moment, der Weg ist gerade noch nicht so schön. Da, weil wir sonst hier nicht wieder nach oben kommen werden. Ich glaube, es hängt ein bisschen vom Kamerawinkel ab. So, so. Da, wie sehe ich das? So vielleicht. Ah, jetzt geht's wieder. Wir schrappen mit der Kamera knapp unter der Höhlendecke entlang. Und das gute Zeug von Stein ist schon wieder weg. Kurzer Blick, wir sind natürlich dran vorbei. Wer hätte das gedacht? So, nun. So, jetzt ist es hier eigentlich da irgendwo hinter uns. In der Gegend. Ich möchte halt eigentlich gern von der Oberkante an das Erz, an das Eisenlager ranstoßen, weil dann hätten wir wahrscheinlich einen wesentlich besseren Abbauwinkel.
Da muss man in die Kurve bitte, da nach hinten wieder. Oh, ich sehe es, ich sehe es. Tada! Wir haben Eisen. Und wir kriegen aber auch nur Eisen raus, oder? Da kommt jetzt nicht zufällig nur irgendwas anderes Schönes dazu. Nee. Es gibt natürlich nur Eisen, nichts anderes. Das finde ich wieder ein bisschen schade, dass es nicht wie bei dem Zink ist. Und noch lassen auch die Mengen ein bisschen zu wünschen übrig, finde ich. Also hätte ich mir jetzt schon ein bisschen größere Vorkommen gewünscht. Ich kann natürlich auch was anderes probieren. Wie sieht es aus mit der Spitzhacke? Gibt es da vielleicht noch was? Dirt Eisen. Dirt Eisen. Der Dörter. Da könnte aber der Dreck da. Braucht der größere Flächen ab? Oder was ist das Sache? Das ist so. Der macht ja eigentlich nur eine andere Form, hätte ich gemeint. Ich weiß nicht, ob das direkt einen Einfluss hat, wie viel dabei rauskommt. Ich glaube es jetzt eigentlich nicht. Ich hatte schon gemeint, dass die Menge immer gleich ist. Nur die Menge, die man halt mit einmal abbaut, unterschiedlich. Ja. Auf jeden Fall, ja, Entschuldigung, dass ich nochmal Eisen abbaue. Ist ja nicht so, dass man vorhin Unmengen, aber ich war eigentlich der Meinung, dass hier wäre Kohle. Irgendwie hat sonst immer die Kohle so rot geleuchtet und jetzt ist es... Naja. Vielleicht irgendwann einmal in ferner Zukunft. So, na, das ist auch weg. Kann man auf jeden Fall ein recht gezieltes Zeug aus der Erde rauskloppen, wie ich gerade sehe. Wie gesagt, in welchen Fällen der Zukunft können wir das mal ein bisschen schöner noch machen? Ich hätte ja echt gerne die Gold-Tools, weil ich habe mich so erinnert, die haben ja noch wesentlich mehr Fläche. Wobei ich gesehen habe, es gibt offenbar keine Diamantgeräte. Und ich habe auch noch nie Diamanten gesehen. Und sonst habe ich auch immer ein bisschen die Spitzhacke, ehrlich gesagt, gemieden, weil die irgendwie... Das war so mein Eindruck, dass sie schlechter abgebaut hat wie andere Sachen. Aber im Augenblick muss ich sagen, finde ich die eigentlich recht effizient, was das angeht. Naja. So, da noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn mittlerweile an dem Zeug? Ich meine, wir sind mittlerweile eisenreich, das ist mir schon klar. Ich hätte auch mal richtig Lust, übrigens nebenbei, ich hätte schon vor ein, zwei Folgen erwähnt, dass ich mal Life is Strange spielen möchte. Ich habe extra deswegen auch von anderen Let's Playern, dass ich mich nicht spoilere, mir das nicht angeschaut. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine. Und ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen und ich habe jetzt... Aus Versehen auf GOG, auf Good Old Games, habe ich mal ein anderes Spiel wieder ausgegraben. Betrayal at Krondor. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Ein uraltes Rollenspiel. Ich, wenn ich mich nicht irre, war das glaube ich von 1993 oder so. Hatte ich einfach so einen Anflug an Nostalgie und habe mir es mal gekauft. Und habe da auch tatsächlich auch gestern mal den ganzen Abend nebenbei... das Spiel gespielt. Natürlich ohne aufzunehmen. Die Frage ist, hat überhaupt jemand Interesse, dass ich, oder wenn man sowas veröffentlichen würde, dass man das anschaut? Ich sag mal, ich spiele es natürlich so oder so nebenbei. Spiele es aber natürlich ein bisschen anders. Da ich eigentlich dann in dem Fall auch schneller Effekte sehen möchte und so, bin ich mir tatsächlich auch nicht zu fein, im Offline-Modus ein bisschen nachzuhelfen. Ist halt die Frage nur, ob was ihr davon haltet, sowas auch, also so ein Spiel zu sehen. So ein Retro-Uralt-Spiel. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Und ob ihr überhaupt sowas sehen wolltet. Jedenfalls machen wir es wieder auch mit dem Petroleum letzte Folge. Wir holen uns knapp 2000 davon. Und
dann geht's wieder ab nach zum nächsten Ressourcenfeld. Wie gesagt, Eisen haben wir echt dann auch hier wieder genügend. Da kann man dann sich schon mal was leisten. Und ich merke gerade, ich kriege auch langsam Hunger. Ich glaube, ich darf dann mal schauen. Jetzt machen wir erstmal noch ganz schnell mit der Schaufel hier das Zeug noch alle. Ich glaube, die Schaufel ist ein bisschen schneller beim Abbauen. Kann das sein? Das wäre natürlich auch schön, wenn man das irgendwie upgraden könnte, dass sie einfach schneller abbaut. Ja, die machen wir uns einfach noch kaputt. Die hat jetzt 7 noch. Noch 7 mal. 1000 mal berührt und 1000 mal ist keine Ressource rausgekommen. Nichts passiert. So, gleich dürfte es plong machen und kaputt sein. Vor allen Dingen haben wir jetzt natürlich den Haufen Schaufeln. So, und das war sie. Kalon. Was mehr gab es da nicht? Ah. Ich finde es natürlich auch interessant, wie zum Teil diese Voxel da weggerechnet werden. Das habe ich manchmal nicht so ganz im Gefühl. So, da. Und hier ist überall. Das sieht eigentlich aus, als wenn es mal Steiniges wäre, nicht, dass es Eisen ist. Aber wir müssen jetzt tatsächlich sehen, dass wir ganz schnell echt große Mengen an Kohle auftreiben. Weil für Stahl brauchen wir Kohle und gut, Aluminium wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht über irgendwelche Ressourcen, die ich bekommen würde, aber ich muss jetzt echt mal sehen, dass wir hier ein bisschen. Vor allem bin ich gerade so in Abbaustimmung irgendwie. Und solange ich in der so Abbaustimmung bin, ist das ja was, das ich vielleicht auch nutzen sollte. Und was noch viel schlimmer ist, darf ich glaube ich mal sehen, wie ich hier wieder rauskomme. Bin ich einfach fast ein bisschen Überblick verloren. Ein bisschen gezielt mal hier draufhauen. Da scheint es aber, da drüben ist immer einmal durch den ganzen Fels durch. Und vor allem kann man echt manchmal schwer abschätzen, wie viel da eigentlich rauskommt. Das sind 6 immer nur gewesen. Die wollen immer nur 6 von mir. Ist das irgendwo hier? Müsste aber eigentlich noch draußen gehen, glaube ich. Das bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, aber irgendwo ging es hier raus. Wir haben nämlich eigentlich die Vorgabe, schätze ich mal, gut erreicht. Lass mich mal schauen. Haben wir erreicht, was wir wollten? Also hier wahrscheinlich nicht. Vielleicht eher in die Richtung. Hier ist noch viel Eisen in der Wand. Entschuldigung, aber das, wenn das mich gerade hier so anlacht, kann ich das hier unmöglich so stehen lassen. Oder? Es ist wirklich schwer, sich irgendwann davon zu trennen und zu sagen, nö, gut, danke, ich habe genug. Das ist ja beim Goldvorkommen ja das gleiche. Ich meine, da würde auch keiner eher gehen, als wir das ganze Gold aus dem Berg gehauen hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube, das ist der Weg wieder raus. So. Und sobald wir Kohle haben, haben wir auch Rüstung und Schwert und Waffen. Und dann geht's auf Erkundungstour. Bald geht's auf Erkundungstour. In ungefähr 12 Folgen, sag ich mal. Vielleicht. Ja, cool. Ich weiß gar nicht. Es müsste auch bald um die 200. Folge sein. Ich weiß noch nicht. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, was man da mal machen könnte, schreibt's mal in die Kommentare. Wäre schön. Weil ich bin da ehrlich gesagt
echt grandios kreativlos, was sowas angeht. Deswegen habe ich mich auch bis jetzt sehr erfolgreich drum gedrückt. Weil ich weiß nicht, was man bei so einem Jubiläum machen könnte, sollte. Ich meine, was maximal, was ich tatsächlich versuchen könnte, wäre vielleicht mal sowas wie ein Livestream. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jemanden interessiert. Ob jemand zuschauen wollen würde. Planet Explorers Livestream. Oh yeah. Wir graben uns durch den Untergrund. Apropos graben. Es ist jetzt gut. Na, einer noch. Da. Und der. Aber jetzt rechts. So, irgendwo hier war der Ausgang. Geh da mal dran vorbei, bitte. Da, Ausgang. So. Nach da oben müssen wir. Und ich bete nur, dass jetzt nicht einer da oben wieder steht mit der... mit Gerät. So, und hoppala. Es sieht noch leer aus. So, was sagt die uns? Genau, da haben wir uns schon ein bisschen durchgegraben. Machen nochmal die volle Ladung an. Scan. Ja, da haben wir das gehabt. Erdöl haben wir mittlerweile auch. Das da unten ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu weit weg. Auch wenn ich gerade... Warte mal, was war das eigentlich? War das lila? Ist das Silber? Ist das Alumin? Was ist Silber? Also ich weiß ja nicht, wie es ihr seht. Aber wenn wir hier schon mal... Das ist aber dann... Na gut, wenn wir uns den anderen Weg hier anschauen, das ist jetzt auch nicht viel weiter, ne? Vor allem waren wir da eh schon fast auf Höhe. Wenn wir jetzt den Weg nochmal runtergehen, dann ist es bis dahinter... Top! Die Watte schwillt! Bitte nach unten! Und... Jetzt schauen wir mal, ob können wir das vielleicht effizienter. Das muss ich mal ausprobieren. Da ist die. Gucken wir mal, ob wir hier auch so eine schöne Möglichkeit finden können, den Weg zu bauen. Aber ich glaube, das ist noch nicht so das ganz das, was ich wollte. Ne, da bauen wir uns das nochmal. Also wenn wir mittlerweile etwas in rauen Mengen haben, dann sind es solche Schaufeln. Equipment, da ist er. Jetzt wollen wir mal kurz schauen, ob das jetzt heute die richtige Weg sieht gut aus. Ich meine, das ist Silber, Jungs. Also Ressourcen brauchen wir. Da kommen wir nicht dran vorbei. Da müssen wir durch. Oh nein, nach unten wollen wir es nicht unbedingt. Hauptsache, wir finden dann am Ende wieder den Weg zurück. Mal schauen. Also den Weg in die Richtung kriegen wir ziemlich gut hin, sehe ich gerade. Da kann man so ein bisschen anpeilen. Das sind immer hier zwei Schaufelschläge. Das ist natürlich extrem cool. Da kann man echt hier Meter machen. Dann haben wir Silber. Dann sind wir, glaube ich, gut reich. Mal kurz schauen auf der Karte. Richtung, Höhe ist immer schon ganz gut. Und mal schauen, dass wir dann im Quer, im rechten Winkel nochmal so schön bauen können wie hier. Und vor allem mit zwei Schaufelstecken, also guck mal. Und weiter. Aber wie gesagt, ich habe sie, glaube ich, eh gleich überstanden.
diese Baufolge, diese Grabefolge, ist ja keine Baufolge, sind jetzt, mal kurz schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, das ist die fünfte Folge am Stück, in der wir eigentlich nichts anderes getan haben, als zu graben. Zumindest kommt es mir gerade so vor. Und ich habe geschaut, ich habe ungefähr 110 Stunden oder knapp unter 110 Stunden an Planet Explorers bisher gespielt. Ich weiß noch nicht, ob das die richtige Zahl ist. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Mir kommt es gefühlt wesentlich länger vor. Ja. So, und jetzt schlagen wir, glaube ich, mal einen neuen Weg an. Jetzt gehen wir mal so weiter. Und für diesen neuen Weg danke ich euch, dass ihr ihn mir aufgezeigt habt. Und wir werden uns in einer weiteren Folge das nächste Mal wiedersehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Also wirklich danke ich euch dafür. Ich finde es erstaunlich, dass mir da wirklich jemand zuschaut, was ich hier verzapfe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir hier nur bauen und graben. Warum bin ich heute so auf Bauen? Und naja, ja, ich hoffe, ihr schaut auch die nächste Folge wieder ein. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und tschüss.